Eigentlich steht Deutschland wegen enormer Exportüberschüsse in der Kritik. Doch im Oktober sackt das Volumen den zweiten Monat in Folge ab. Ökonomen hatten eigentlich mit einem Wachstum gerechnet. Die deutschen Exporte sind im Oktober überraschend den zweiten Monat in Folge gesunken. Sie schrumpften erneut um 0,4% im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Wachstum von 1,0% gerechnet. Die Importe zogen dagegen überraschend deutlich an, und zwar um 1,8%. Insgesamt verkauften die Unternehmen Waren im Wert von 108 Milliarden Euro ins Ausland, was einer Zunahme von 6,8% zum Oktober 2016 entspricht. Die Geschäfte mit den anderen Euro-Ländern legten mit 8,7% kräftig zu, die mit den restlichen EU-Staaten sogar um 9,1%. Die Ausfuhren in Länder außerhalb der Europäischen Union, von den USA bis China, wuchsen dagegen nur um 4,1%. In den ersten 10 Monaten summierten sich die Exporte auf 1.062,2 Milliarden Euro. Das sind 6,3% mehr als vor Jahresfrist. Der Branchenverband BGA rechnet bislang für das Gesamtjahr mit einem Anstieg von 5%.